ich spiele jetzt aktuell wieder Genshin Impact. Ich bin immer noch wirklich fasziniert davon. Also, wenn mir vor einem halben Jahr jemand gesagt hätte, dass bald ein Free-to-Play-Spiel aus China kommt, das vor allem auf Mobile-Geräten laufen wird, mit der Qualität eines... Naja, nee, das will ich jetzt nicht sagen. Sagen wir mit dass die Qualität eines Assassin's Creed übertrifft. Sagen wir so, ja, okay. Dann hätte ich gesagt, ah, come on, Bullshit. Und dann kommt auf einmal Genshin Impact und macht das. Und ist Free-to-Play und aus China. Ich meine nicht, dass jetzt aus China sein generell ein Merkmal für schlechte Qualität wäre. Aber ich meine jetzt so ein Free-to-Play-Spiel aus China, da denkt man halt wirklich eher an was sehr Billiges, sehr, ne? Oder da denkt man nicht an einen Zelda-Klon, der auch wirklich Spaß macht. Und das hat mich ziemlich fasziniert und überrascht. Und ich spiele das jetzt auch nach einer einmonatigen Pause wieder echt gerne. Und bin wieder, genauso wie beim ersten Mal, fasziniert davon, wie gut das Spiel funktioniert und wie gut das Spiel auch einfach ist. Schon der Hammer irgendwie. Ich will gar nicht wissen, wie die Entwickler von dem Spiel ausgebeutet werden, dass die wirklich schaffen, alle 6 Wochen mit so einem großen Update um die Ecke zu kommen. Das ist irre. Aber verdammt nochmal, es funktioniert halt. Wirklich cool. Aber ich wollte auf irgendwas hinaus. Ich habe deswegen angefangen mit dem Spiel, weil ich auf irgendwas hinaus wollte, aber das habe ich jetzt natürlich vergessen. Oh, der Kluto schreibt einen längeren Kommentar. Ich muss kurz meine imaginäre Lesebrille zurechtdrücken und mich ein bisschen vorlehnen, damit ich es lesen kann. Die Qualität von Assassin's Creed ist zu übertreffen ist auch nicht schwer. Es ist fast jedes Mal der Nachfolger einfach dasselbe Spiel wie vorher. Ja, aber ich meine, die haben bei Ubisoft auch ein unfair, wirklich krasses Zeitfenster. Früher jedes Jahr, was wirklich unmenschlich ist. Und jetzt müssen die immer noch jedes Jahr, alle 2 Jahre meine ich, ein komplett neues Assassin's Creed aus dem Ärmel schütteln. Das ist wirklich... Also damit verbrennt man seine Entwickler und das macht keinen Spaß, das ist nicht nett, das ist nicht schön, das ist harte Arbeit und das ist krass, was für doch relativ gute Spiele, die da immer wieder zusammenkriegen, finde ich. Mit einigen Ausreißern nach unten, aber gut. Du meine Güte. Ich habe Assassin's Creed Valhalla erst einige Monate nach Release gespielt. Da waren die Bugs, die gröbsten, schon gefixt. Und ich hatte echt eine gute Zeit mit dem Spiel. Es hat mir echt Spaß gemacht und ich finde es echt nicht schlecht. Ich finde, in dem Spiel steckt kein einziger origineller Gedanke. Ich finde das so faszinierend. Ich habe das schon öfter gesagt. Aber ich finde das echt witzig und auch interessant, dass das Spiel wirklich ein Sammelsurium von Spielmechaniken ist, die aus sämtlichen anderen Spielen, auch Assassin's Creed Vorgängern, aber auch Breath of the Wild und Senua's Sacrifice, beziehungsweise Hellblade, der erste Teil halt von Hellblade, und vielen anderen zusammengeklaut wurden. Aber irgendwie ist aus diesem zusammengeklauten Sammelsurium von Mechaniken und Story-Elementen was geworden, das funktioniert und Spaß macht. Ich finde das irgendwie faszinierend. Naja, genau. Deswegen, ich habe eigentlich also meine Meinung oder mein Gefühl so zu Assassin's Creed ist eigentlich nicht so negativ. Ich mag Assassin's Creed ganz gerne, immer wieder mal. Ich spiele nicht jeden Teil, aber nachdem ich immer so 1-2 Teile auslasse, habe ich immer doch Bock auf jeden dritten Teil so ungefähr. Naja, genau, wie dem auch sei. Also wenn ich sage, dass dann so ein Free-to-Play-Spiel daherkommt, das besser ist als so ein Assassin's Creed, dann heißt das für mich schon, dass es echt gut ist. Ursprünglich wollte ich es eben mit Breath of the Wild vergleichen, aber das ist schon nochmal eine andere Liga, finde ich. Aber gut. Ich kenne das irgendwie. Ich bin in Zeit der Verheerung irgendwie nicht reingekommen. Ah, okay. Und habe heute mal wieder reingezockt und habe heute richtig gut reingefunden und inzwischen richtig Spaß daran. Mir geht's mit Zeit der Verheerung leider auch so. Ich habe mir das auch geholt, weil ich auch den Vorgänger echt gern mochte und sowieso Zelda gern mag. Aber da habe ich irgendwie ziemlich früh aufgehört zu spielen. Ich habe immer noch vor, das irgendwann mal weiterzuspielen, aber irgendwie, weiß ich nicht, huckt es mich nicht so richtig. Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber irgendwie... Werde ich nicht warm damit. Was machen wir jetzt hier eigentlich?
sprich mit der Bankangestellten über dein Konto. Mein Konto? Wartet mal, ich muss mal kurz in mein Questbuch schauen. Ich habe gerade keine Ahnung, worum es eigentlich geht. Eines Tages traf Geralt einen Bekannten. Ah, jetzt kann ich mich schon wieder erinnern. Der erste Satz hat gereicht. Wir haben im Hauptspiel vor langer, langer Zeit mal irgendjemanden Geld geliehen. Der sah aus wie irgendwie ein Betrüger oder so. Nee, nicht unbedingt ein Betrüger, aber eher so ein bemitleidenswerter Kerl. Und der hat uns irgendwas erzählt von Geld investieren und bla bla. Und ich habe mir gedacht, ja, natürlich kriegen wir das Geld wieder, wenn wir das geben. Na klar, hier hast du so viel Geld, wie ich dir aktuell geben kann. Passt schon, ne? Und habe damit gerechnet, dass wir nie wieder von dem hören. Ich meine, weil es ein Videospiel ist, dachte ich mir schon, dass da nochmal was kommt. Aber in Wirklichkeit hätte ich mir gedacht, okay, das Geld ist weg, aber für einen guten Zweck. Und ja, jetzt haben wir den hier im DLC wirklich als reichen Geschäftsmann wieder getroffen, der mit unserem Geld irgendwie bla bla bla, und wir kriegen jetzt unser Geld zurück. Mit Zinsen. Willkommen in der Kian Fanelli Bank. Hallo. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres. Und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen? Ich möchte gerne Geld wechseln. Aber natürlich. Ich habe das nur genommen, weil es optional war. Ich weiß überhaupt nicht, was ich wechseln... Oh, wir haben gerade 4000, oder? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich nehme einfach die nächste Dialogoption hier. Ich habe hier ein Konto. Ich möchte gerne was abheben. Aber sicher, dein Name? Geralt von Riva. Einen Moment bitte, ich sehe in den Akten nach. Okay. Ist die Katze noch wichtig oder so? Ich fürchte, ich kann nicht weiterhelfen. Besondere Umstände. In den Akten ist ein Vermerk. Der Kontoinhaber ist verstorben. Das stimmt nicht, wie du siehst. Das muss ein Fehler sein. Der Vermerk ist eindeutig falsch. Um das Konto zu reaktivieren, brauchst du Passierschein A38. Begib dich bitte zu Schalter 1, um weitere Informationen zu erhalten. Ich glaube, Passierschein A38 ist tatsächlich 1:1 der aus dem Asterix-Film, ne? Ich glaube wirklich. Es gibt keinen sicheren Ort als eine Bank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe da unter anderem auch wegen dem Persona-Spin-Off, das heute rauskam, nochmal reingeschaut, weil ich mir dachte, bevor ich mir das hole, schaue ich mir lieber noch einmal das Spielprinzip ob mich das Spielprinzip denn überhaupt am Ball halten kann, bevor ich mir nochmal so ein Spiel hole. Ah ja, genau. Ja, ich denke mir immer wieder abends, wenn ich auf der Couch liege, dass ich das vielleicht doch mal wieder starten sollte, aber dann lande ich doch bei irgend so einem Game Pass-Spiel wieder. Aber grundsätzlich habe ich immer noch wirklich vor, das zu spielen. Das ist für mich noch nicht irgendwie abgeschrieben. Genau, ja, der Chat. Und hier, nur falls ihr im Chat verwirrt seid, ich habe hier quasi auch noch eine WhatsApp-Gruppe im Grunde offen, deswegen habe ich immer Nachrichten aus zwei verschiedenen Quellen, falls ihr was nicht mitlesen könnt. Aber ja, wenn wir das allen Quellen bestätigt, dass das wirklich der Passierschein A38 aus dem Asterix-Film ist. Viel Glück dabei. Dann schauen wir mal, wo das hinführt. Willkommen in der Kian Fanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Ich möchte mein Konto reaktivieren und brauche ein Exemplar von Passierschein A38. Falscher Schalter, tut mir leid. An wen soll ich mich denn wenden? Ich muss überlegen. Oben vielleicht, bei den Akten oder unten im Archiv? Fragt danach, mein Herr. Also schön. Aha, na gut. Also entweder oben oder unten. Ich bin gespannt. Das ist ein gutes Setup für eine gute Quest. Ich bin gespannt, wo das hinführt. Ich hoffe, die machen was draus. Hast du was auf dem Herzen? Alles in Ordnung? Ich glaube, hier bin ich falsch.
Wo geht's denn hier nach oben? Ah, hier. Okay. Geld. Man muss immer. Ich glaube, dass die Dialoge sogar ähnlich wie in dem Asterix-Film sind. Ah ja, okay. Müsste man mal einen direkten Vergleich machen oder so. Entschuldigung, ich muss mal durch. Hey da, was soll das? Hinten anstellen! Willkommen in der Kianfanelli Bank. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und der Kunde ist König. Wie kann ich helfen, der Herr? Kriege ich hier den Passierschein A38? Selbstverständlich. Gebt mir nur Formular 202, bitte. Formular 202? Was soll das werden? Ein Scherz? Mein Herr, ich halte hier nur die vorgegebenen Verfahrensweisen ein. Der Passierschein A38 kann nur bei Vorlage von Formular 202 ausgestellt werden, wie in Verordnung N60 ausdrücklich erwähnt. Begebt euch bitte zu Schalter 1. Von da komme ich gerade. Egal. Bis gleich mit Formular 202. Nur noch ein Raum mit einer Schaukel. Ja, warten wir mal ab, wo wir noch überall hinkommen. Ich find's super. Du hast dich vorgedrängelt. Ach was, ich stand die ganze Zeit hier. Ach ja? Weißt du, du bist schon der Dritte heute, der diesen Trick abzieht. Das lasse ich mir nicht bieten. Warte nur, dir bringe ich Manieren bei. Na los, schlag mich. Meine Herren, bitte, wenn ihr euch schlagen wollt, tut es draußen. Raus, sofort. Das ist wirklich schon eine Referenz, die versteht, glaube ich, keiner unter 30, oder? Oder so 25 oder sowas. Mit diesem Passierschein. Hey, ich muss echt sagen, der hätte bei dem Kampfturnier mitmachen können gerade. Der ist ziemlich gut, der Kerl. Aber ich habe leider das Blocken gerade eben gelernt. Da bist du leider machtlos. Ja, das Kontern meine ich. So, können wir jetzt weitermachen mit unserem Passierschein? Genau. Ach, guck mal, wer da steht. Den kennen wir doch auch. Der DLC ist super. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt zurück in das Gebäude irgendwie und uns das Formular 202 kriegen irgendwie. Achso, warte, dann müssen wir aber zu dem anderen Schalter wieder. Hä? Müssen wir jetzt da rein? Nee, da sind wir falsch. Ach, da hinten rum irgendwie. Okay, na gut. Verschlossen. Okay. Also, wo ist sie hingegangen? Pomade. Ich muss dem Duft folgen. Das könnte die richtige Spur sein. Okay, sie ist nicht da. Wir müssen ihrem Duft folgen. Hast du ein Anliegen? Abgeschlossen. Willkommen in der Kianfanelli Bank. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank. Sie sagt, Puffärmel wären schwer im Kommen. Entschuldigung, ich suche Schalter 1. Puffärmel? Nicht dein Ernst. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Hallo. Könnt ihr nicht lesen? Wir sind in der Pause. Das ist wirklich wie in dem Film, ne? Ich glaube schon. Ich habe den lang nicht mehr gesehen, aber. Da bist du ja. Hör mal, ich. Wir sind in der Pause. Wie man sich auch um Freundlichkeit bemüht, es hat keinen Zweck. Die Link sieht sogar aus wie die in dem Film. Ah ja, okay. Interessant. Ich schätze, ich muss warten, bis sie mit ihrer Pause fertig sind. Das ist neulich die beste Quest so ever. Als es plötzlich klopft. Es gibt keinen sichereren Ort als eine Bank.
Das ist schon super. Du musst warten. Sie machen gerade Pause. Und? Was willst du hier, mein Freund? Passierschein A38. Ich glaube, Formular 202 brauche ich auch. Formular 202? Kein Problem. Zertifikat P. Das ist was anderes. Aber wenn wir schon warten müssen, wie wär's mit einer Runde Gwint? Na gut, das kommt zwar wahrscheinlich in dem Asterix-Film nicht vor, aber warum nicht? Um uns die Zeit warum zu vertreiben. Nicht? Spielen wir. Musik in meinen Ohren. Ich arrangiere sogleich meine Karten. So, los geht's. Zu einer Runde Gwent sage ich nicht nein. Ah, zwei von meinen Wikinger-Buddies auf der Hand. Das ist gut. Die nehmen wir. Aber das Schiff schmeißen wir raus. Und ja, ich glaube, ich schmeiß Triss raus, oder? Na, Vesemir. Sorry, Vesemir. Nix für ungut. Nein, das war schlecht. Ich habe jetzt zwei von den Schiffen bekommen. Wäre besser, wenn ich nur eins davon auf der Hand hätte. Aber so ist das eben manchmal. Aber dann entschlacke ich hier mein Deck gleich mal. Und heb mir die guten Karten für den Schluss auf. So. Ich frage mich ja, ob die Referenz außerhalb Europas auch den Spielern aufgefallen ist. Das stimmt. Das habe ich mich auch schon gefragt, ob man Asterix und Obelix eben außerhalb von Europa so großartig kennt. Ob das zum Beispiel in den USA, aber vor allem natürlich so im asiatischen Raum oder sowas, überhaupt auch nur ansatzweise so bekannt ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Karte, die ich spielen kann, sinnvoll, außer die hier vielleicht. Der muss jetzt mal was ausspielen, der stärker ist als 6, bitte. Das wäre gut. Aber macht er nicht. Der spielt lauter so kleine Tölpel. Ein kleiner Tölpelspieler. Dann spiele ich jetzt mein Geralt. Come on. Hier, überbiet das erstmal. Bitteschön. Oh! Das ist natürlich schon übel. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Muss man sagen. Das war natürlich jetzt ziemlich übel. Hallo, Doofkopf, wie geht's? Hallöchen. Grüß Gott. Jetzt spiel doch mal ein bisschen eine stärkere Einheit, bitte. Sonst macht meine stärkste Einheit auf dem Feld Zerstörkarte überhaupt keinen Sinn. Das ist jetzt die letzte Karte, die ich spiele. Wenn er jetzt nicht spielt, der stärker als 6 ist, muss ich passen. Weil alles andere macht keinen Sinn mehr. What? Der spinnt ja. Der kann doch nicht zwei zerstören Karten. Okay, gut. Dann spiele ich jetzt meine beiden. Das dynamische Duo kommt jetzt aufs Feld. Er wollte es nicht anders. Jetzt kommt das dynamische Duo und wir ihn vernichten. Dynamisches Duo aktiviert. Leider habe ich mein dynamisches Trio nicht, aber das Duo alleine ist schon mächtig genug. Jetzt spiel doch mal was Stärkeres als 6, verdammt. Na gut, ich passe jetzt. Der muss jetzt noch eine Karte opfern. Warum hat er eigentlich noch so viele Karten auf der Hand? Spinnt der eigentlich? Ich habe alles verpulvert, was ich habe. Ich bin raus im Grunde. Ich glaube, die Schlacht verlieren wir. Ja, ich habe nur eine Karte auf der Hand für 2 Runden. Das könnte schwierig werden. Das habe ich nicht so gut geplant. Oh Gott, ey. Jetzt habe ich echt ein Problem, weil jetzt spiele ich diese Karte hier und die zerstört sich selbst und seine Karte. Dann haben wir beide 0, aber er hat noch eine Karte auf der Hand und mit der wird er mich jetzt besiegen. Außer es ist eine Wetterkarte, wenn wir Glück haben. Nein, doch, es ist eine Wetterkarte. Unentschieden, er gewinnt trotzdem. Nein. Naja, was soll man machen? Doofkopf hat Urlaub. Ah, das ist immer gut. Ich
verspreche mir Erholung davon und Spielfortschritt. Das ist gut. Mir geht's auch ganz gut. Ich habe vorher schon gesagt, dass ich irgendwie momentan das Gefühl habe, ich bin mit dem ganzen Kanal und den organisatorischen Sachen, die ich gern machen würde, komplett überfordert. Aber ich schaff's zumindest, alles so ein bisschen aufrecht zu erhalten. Es passt schon. Ein bisschen gestresst. Aber nicht schlimm. Da hatte ich keine Chance. Jahrelange Übung, mein Freund. Wenn man hier so lange ansteht, lernt man einen Haufen Kniffe und Tricks. Apropos, ich habe einen Tipp für dich, wie du kriegst, was du willst. Ich habe die Leute alles versuchen sehen, Magie, Hypnose, Bestechung, nichts nützt. Dann kann ich ja wieder gehen. Kann ich gar nichts machen? Nur eins, freundlich sein, sehr freundlich. Diese Frau da sitzt täglich 12 Stunden im Schalter. Und bekommt von kaum jemandem mal mehr zu hören als guten Tag. Besorg ihr ein paar Blumen, etwas Parfum. Dann wirst du schon kriegen, was du willst. In 0,0. Also Bestechung. Alles klar. Viel Erfolg. Kehre zurück zu Schalter 1, um Formular 202 zu erhalten. Okay. Oh, ich habe aus Versehen ihre Kerze ausgemacht. Ich hoffe, dass... Willkommen in der Kian Fanelli Bank. Gott. Wir sorgen für Ihr Geld, als wäre es unseres und so weiter und so fort. Wie kann ich helfen, der Herr? Ja. Man braucht Formular 202, um den Passierschein A38 zu kriegen. Wusstest du das nicht? Hättest du mir das nicht sagen können? Ich habe reichlich Zeit wegen dir verschwendet. Bitte, mein Herr, kein Grund, gleich ausfallend zu werden. Ich ging davon aus, dass ich so offensichtliche Tatsachen nicht extra erwähnen muss. Das haben wir gleich. Vollständiger Name? Gerald von Riva. Verzeihung. Mal sehen. Gedon, Gemmel... Hier, Gerald von Riva. Tut mir leid, aber ich kann Formular 202 nicht ausstellen. Wie bitte? Der fragliche Antragsteller wurde für tot erklärt. Offiziell. Also, mein Herr, wie soll ich das im Kassenbuch formulieren? Ich mach mal, was mir der Kerl auf der Bank gesagt hat, ne? Intuitiv würde ich sagen, ich sag einfach... Ach so, nee, warte mal, da würde ich mit dir flirten. Ich schenke dir einfach mal Blumen. Ich habe dir Blumen besorgt. Eher Formular 404. Als Zeichen meiner Dankbarkeit für deine Hilfe bei meiner Akte. Aber das geht doch nicht. Für mich wirklich? Sie passen zur Farbe deiner Augen. Meine Treu, ihr seid aber ein Charmeur. Wartet einen Moment. Ich hole Meister Chianfanelli. Vielleicht kann er etwas mit weniger Verwaltungsaufwand arrangieren. Das Zwinkern war nach die Krönung. Super. Immer wieder sage ich Ihnen, ich will nicht gestört werden. Aber es will immer irgendein Depp nicht warten. Donnerwetter, wen haben wir denn da? Grüß dich, Meister Gerald. Du warst ja schon ewig nicht mehr hier. Ich war ziemlich beschäftigt, aber jetzt bin ich hier und bräuchte deine Hilfe. Natürlich. Wie kann ich dir behilflich sein? Es gibt ein Problem mit meinem Konto. Ich wollte Geld abheben, aber... Gar kein Problem. Das geht ganz schnell. Es sind nur wenige Formalitäten. Ich weiß. Zum Beispiel Passierschein A38. Ohne die Papiere sind mir die Hände gebunden, Gerald. Aber du findest dich gewiss rasch zurecht und bekommst sie im Handumdrehen. Chianfanelli, keine Ausreden mehr. Zahl mich aus, jetzt. Bitte, Meister Hexer, wozu die Aufregung?
Natürlich zahlen wir dich aus. Du brauchst nur die erforderlichen Dokumente. Ich habe hier ein Dokument mit sehr viel mehr Gewicht als eure Formulare und Passierscheine. Hier, sieh mal. Die gnädige Herzogin hat dich angeheuert? Mhm. Und als ihr persönlicher Gesandter verlange ich Zugriff auf mein Konto. Sofort. Jawohl, Meister Hexer. Hier entlang. Wie läuft denn das Geschäft, Meister Hexer? Gar nicht klar. Gut für dich. Das sieht in unserer Branche ganz anders aus. Der Weinabsatz fällt und fällt. Das liegt an den blöden Namen, ich sag's dir. Kein Mensch außerhalb des Herzogtums kann Namen wie Côte de Blessure aussprechen. Sie verknoten sich die Zunge und genieren sich danach zu fragen. Unsere Bank ist der Stolz von Beauclair. Hast du ein Anliegen? So, Bankfach 256. Ganz hinten rechts. Ganz hinten rechts. Die sind nicht mal nummeriert. Guckt euch das mal an. Wie soll ich denn da eins finden? Oh, it's a trap. Was zur Hölle soll das, Chianfanelli? Das Fach ist leer. Tja, also, Geld muss zirkulieren. Und als wir erfuhren, dass du tot bist, Meister, haben wir deins, in den Kreislauf zurückgegeben. Ein paar Aktien, Anleihen und Investitionen in Weingüter. Im Handumdrehen war das Fach leer. Du solltest es beim Namen nennen. Du hast mich beklaut. Aber nicht doch, Meister Hexer. Das würde ich nicht wagen. Natürlich würdest du. Und du wirst dafür aufkommen. Mach das Tor auf. Meister Hexer, ich zahle alles bis auf den letzten Kopper zurück. Beim Bart meiner Großmutter. Du hast eine Woche, keinen Tag länger. Das wirst du nicht bereuen, ich schwöre. Ich kratze es irgendwie zusammen. In 7 Tagen kannst du es abholen. Mhm. Bis dann. Eine gewaltlose Lösung ist immer besser. Schauen wir mal. Schauen wir mal, ob sie gewaltlos bleibt. Mal schauen, was in 7 Tagen passiert. Aber gut, jetzt muss ich wirklich eine Woche warten. Meinetwegen warten wir eine Woche und ich überlege mir währenddessen noch irgendein cooles Spiel, das ich gespielt habe in letzter Zeit, von dem ich euch erzählen könnte. Was habe ich noch so gespielt in letzter Zeit? Was habe ich wirklich noch so gespielt in letzter Zeit? Ich glaube, ich muss mal ganz kurz einen Browser öffnen im Hintergrund und browsen. Warte mal kurz. So. Eine Woche warten dauert schon ein bisschen. Ah ja, natürlich. The Medium zum Beispiel habe ich gespielt. The Medium fand ich sehr interessant. Fand ich sehr cool, fand ich sehr nett. Ein echt schönes Horrorspiel. Ein bisschen nervige Passagen finde ich. So diese ganzen Schleichpassagen mit unsterblichen Monstern. Da bin ich einfach kein Fan davon. Das muss man mögen. Aber ein schönes Spiel. Das hat so eine zu feststehende Resident Evil Retro Kamera, so Survival Horror Klassik Kamera. Das funktioniert, finde ich, sehr gut immer noch. Also ich mag das sehr gerne, aber die Figuren sehen dafür halt nicht so gut aus und die Animationen sind nicht so gut. Gerade jetzt, wo wir technisch in der Lage sind, so Hintergründe relativ einfach fotorealistisch zu machen, fällt es halt auf, wenn dann so ein kleineres Studio die Figuren und die Animation der Figuren bei weitem nicht so gut hinkriegt wie die Hintergründe. Das war schon ein bisschen komisch, aber grundsätzlich ein sehr nettes Spiel. Sehr cool. Hat mir gefallen. Meister Hexer, hast du einen Moment Zeit? Ja, was habe ich noch gespielt? Dieses komische Auto. Wie heißt das denn? Auf der PS4, das war im PS Plus-Abo mit drin. So ein Auto-Arena-Crash-Spiel, wo man dann irgendwie auch aussteigen kann und zu Fuß durch die Arena laufen kann. Hab mich nicht gerade unbedingt abholen können. Ist ein langweiliges Spiel, finde ich. Ist ein bisschen, weiß ich nicht genau. Die wollten, glaube ich, so ein bisschen das
Ich weiß nicht genau, was die wollten. Ich weiß wirklich nicht genau. So ein bisschen Overwatch kombiniert mit diesem Fußball-Autospiel, wie heißt es, hat für mich so gar nicht funktioniert. Also das konnte mich so gar nicht abholen. Naja, whatever. Das gleiche gilt für The Falconeer. Das Prinzip fand ich nett. Ein Flugzeug-Dogfight-Shooter mit einem Falken mit einer Laserkanone auf dem Rücken. Ich meine, come on, das klingt super epic. Aber nee, hat für mich nicht funktioniert. Kein gutes Spiel, finde ich. Leider. Schade, hätte mir gefallen. Als nächstes werde ich mir jetzt privat mal Pillars of Eternity Dreadfire ansehen. Den ersten habe ich gespielt, fand ihn ganz schön, wenn auch Crash All-Stars oder so. Ja, das kann sein, so in der Art. Genau, dieses Autospiel. Den ersten Teil von Pillars of Eternity habe ich gespielt und fand ihn ganz cool, auch wenn ich das Kampfsystem zu chaotisch fand und die KI, die Wegfindungsprobleme echt irgendwie das Kampfsystem gestört haben. Bin gespannt auf den zweiten Teil. Meister Hexer, hast du einen Moment Zeit? Ach so, Moment, ja genau, hallo. Was denn? Hier ist dein Geld, Herr. Und ein kleines Geschenk als Dank für deine Geduld. Diese Klinge ist der Rechenmeister. Sie hat meinen Arsch schon oft gerettet. Danke, Chianfanelli. Wir sind quitt. Eins noch. Ich bitte um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Badabam. Fallout 76 konnte ich leider letztendlich nie abholen. Ich habe so oft versucht. Ich habe dem Spiel so viele zweite, dritte, vierte und achte Chancen gegeben. Aber es ist einfach nicht meins. Es hat so viele technische Limitationen in den Aspekten, die mir wichtig wären, dass ich einfach nicht mehr warm werde mit Fallout 76. Ich glaube, dass das einfach wirklich technisch nicht mehr möglich ist, dass das ein Spiel für mich wird. Leider. Schade. Auf jeden Fall. Genau, Ys 8 habe ich jetzt vor kurzem mir geholt, weil es reduziert war. Weil ich höre ja immer gern den Auf ein Bier Podcast, den ich echt sehr empfehlenswert und sehr gut finde. Und da hat Jochen Gebauer wieder geschwärmt. Also die haben eigentlich über den neuesten Teil der Ys-Reihe geredet. Monstrum irgendwas. Und da hat er immer wieder gesagt, wie viel besser eben Ys 8 ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, jetzt hat er mich echt überzeugt. Jetzt schauen wir uns das Spiel mal an. Und ich habe ein bisschen reingespielt, bis jetzt noch nicht weit. Aber das macht schon einen echt guten Eindruck. Ich glaube, das ist ein wirklich gutes JRPG. Das ist wirklich sehr empfehlenswert, glaube ich. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. So ein bisschen die Lost, die Serie Lost, nur in gut. Mit einem guten Ende. Nicht so einem enttäuschenden, wie die Serie wirklich hatte. Und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht. Nur Jochen Gebauer aus dem Podcast hat eben davon geredet, dass er das Ende sehr oder die Story sehr gut fand. Und dem glaube ich das, wenn der das sagt. Genau, deswegen bin ich da sehr gespannt drauf. Da habe ich aber Bock drauf. Wie war die Triangle Strategy Demo? Also erstmal finde ich das so lustig, dass ein rundenbasierendes RPG rauskommt, das eben diese typische Schere-Stein-Papier-Mechanik hat, die ja viele so rundenbasierende Spiele haben, wo eben Schwert gut ist gegen weiß ich nicht, Axt und Axt gut gegen Speer und Speer gut gegen Schild oder ne, oder so mit Elemente, das kennt man ja. Und dann nennen die das Spiel wirklich einfach nur Triangle Strategy. Einfach nur, ne, so ist es halt. Dreieck-Strategie, ja, da gibt halt drei Elemente und da gibt's, ne, Schwächen und Stärken, fertig, was sollen wir mehr? Bam, ich weiß schon, das ist nur ein Entwicklungsname, ein Projektname, aber ich find's super lustig. Ehrlich ist es irgendwie auch. Naja, auf jeden Fall gefällt mir dieser Artstil von dem Spiel total gut. Das fand ich ja schon in Octopath Traveler total schön. Aber Octopath Traveler hat mich dann tatsächlich als Spiel leider nicht so abholen können. Ich habe dann auch nur die Hälfte ungefähr gespielt. Dann wurde es mir zu langweilig. Und auch Triangle Strategy hat jetzt auf mich keinen so super guten Eindruck hinterlassen, leider. Wobei ich super schön finde und ich glaube, das kann auch echt Spaß machen, hat mich die Demo nicht überzeugt. Genau, im Endeffekt ist das, ich glaube, der Vergleich mit Final Fantasy Tactics trifft es theoretisch am besten,
Aber mal abwarten, wie das Spiel dann letztendlich tatsächlich langsam wird. So, hier haben wir lauter, das sind aber gar keine, Moment mal, sind das, ich dachte, echte Quests sind immer richtige Zettel, weil ich habe hier ein Ausrufezeichen gehabt, aber keine echten Zettel. Naja, suche Sicherheitsexperten für Transport. Ich suche nach bewaffneten Kämpfern und Sicherheitsexperten, die sich anheuern lassen. Der Auftrag lautet, 3 mit Wein beladene Wagen nach Bellhaven oder so zu eskortieren. Diese dort auszuladen und mit eingekauften Waren zurückzukehren. Ich habe immer noch voll den Schluck auf. Ich weiß gar nicht warum. Ich komme für die Kosten für Verpflegung und Unterkunft auf. Weitere Informationen bei Pierre de Zolf vom Wärmetabadaba. Okay. Aber ist das jetzt eine Quest? Nee, oder? Das war gar keine Quest. Ein Hexer. Die haben gar keine Quests für mich. Das klang wie eine Quest, aber das ist keine Quest für mich anscheinend gewesen. Dann gehen wir mal zur echten Quest. Unsere Familie stellt seit 4 Generationen Wein her. Sie stellt ungenießbare Plörre her, meinst du wohl? Weswegen Belgard an mich verkauft werden sollte, nicht an ihn. Als herzoglicher Beamter muss ich die Interessen des Herzogtums wahren. Belgard gehört derzeit der Schatzkammer. Der Schatzminister hat seinem Wunsch klaren Ausdruck verliehen, dass Belgard an einen verantwortungsvollen Verwalter übergeben wird. Doch es gibt verschiedene Probleme mit euren bestehenden Besitztümern. Bis ihr die nicht behoben und euch als kompetent erwiesen habt, kommt der Verkauf von Belgard an keinen von euch in Frage. Na, zufrieden? Das ist deine Schuld! Meine? Du hast sie doch nicht alle, Frau. Hört, gute Leute, es sei allgemein kundgetan, dass Matilda de Vermentino eine verfluchte, gehässige Irre ist. Sieht mir nicht nach einer Irren aus, nur nach einer verdammt wütenden. Du hast sie ganz schön hochgebracht. Wirklich? Woher willst du das wissen? Zähmst du Widerspenstige? Zähmst du Widerspenstige? Was? Hä? Ich muss vielleicht ganz kurz noch dazu sagen, zu meinem Monolog vorher über Is. Das Spiel schreibt man YS quasi, aber es wird wohl Is ausgesprochen, habe ich mir sagen lassen. Und ist schon eine traditionsreiche JRPG-Reihe mit vielen Hardcore-Fans im Kern. Aber der 8. Teil ist quasi wirklich so ein bisschen in die öffentliche Aufmerksamkeit gerückt. Und den habe ich mir jetzt eben auch geholt. Ich selber habe es eben noch nicht weit genug gespielt, um wirklich was dazu sagen zu können. Aber ich glaube, wenn man JRPGs mag, dann kann man sich YS8 wirklich mal anschauen. Ich glaube, das ist schon sehr gut. Hat kein rundenbasierendes Kampfsystem, sondern ein sehr schnelles, dynamisches Action-Kampfsystem, das aber ohne, also nicht unnötig kompliziert ist, aber trotzdem nicht nur Knöpfchen drücken. Und wie gesagt, was ich so gehört habe, soll die Story sich echt gut entfalten. Nur für alle, die jetzt überlegt haben, die sich jetzt gedacht haben, Is? Was soll ein Is sein? Und haben auf Google nichts gefunden. YS8. Genau. Okay, hey, ich muss mal ganz kurz Pause machen, ganz kurze Pinkelpause, bin sofort wieder da und dann führen wir den Dialog weiter und dann finden wir raus, was er mit zähmst du Widerspenstige meint. Ja, okay, bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe gerade erfahren, dass ich nachher nach dem Stream noch Müll runterbringen muss. Nein! Aber der gelbe Sack wird morgen geholt. Ah, ich hasse den gelben Sack. Naja. Hilft dir nix. Nach allem, schreibt Metatron gerade, für alle, die es auf YouTube sehen dann, nach allem, was ich über Triangle Strategy gehört habe, wäre ein Vergleich mit einem neuen Fire Emblem gar nicht so weit hergeholt, da man zwischen den Kämpfen auch in den Städten rumläuft. Final Fantasy Tactics dagegen besteht neben dem Kampf eigentlich nur aus Menüs und Zwischensequenzen. Ja, aber ich finde vom Stil und von dem wirklich rundenbasierenden Kämpfen ist das schon eher ein bisschen Final Fantasy Strategy. Tactics meine ich. Das Rumlaufen in Städten ist ja auch nur quasi eine schönere Darstellungsform von diesen Menüs, die in den älteren Final Fantasies, aber auch in Final Fantasy Tactics irgendwie benutzt wurden insofern. Aber im Endeffekt sind ja beide Spiele sehr ähnlich, ne? Insofern...
Aber wie das dann im letztendlichen Spiel ist, da muss man erstmal abwarten. Ob wirklich jede Figur, das ist, finde ich, ein wichtiger Unterscheidungspunkt, ob jede Figur ein echter Charakter mit Story ist oder ob man sich eben seine Söldnerränge auffüllt mit rekrutierbaren Wegwerfhelden oder sowas. Da muss man mal abwarten, wie das dann letztendlich ist. Okay, Hexer. Was? Ich sage einfach mal Hexer. Ein Hexer. Kein Fachmann. Aber den braucht es nicht, um zu sehen, wann eine Frau wütend ist. Da könntest du recht haben, Bruder. Warte, hast du Hexer gesagt? Du suchst doch keine Arbeit, oder? Ich will ein Weingut kaufen. Belgard. Aber dieser Bastard-Bürokrat verkauft es mir erst, wenn ich meine Angelegenheiten auf Coronata in Ordnung gebracht habe. Über was für Probleme reden wir denn da? Ach, es steht da in mehreren Hinsichten schlecht. Das Herbarium ist monsterverseucht. Mein Verwalter ist verschwunden, außerdem eine ganze Fuhre Wein. Und jemand hat meine Kräuterkundlerin entführt. Ganz schön viel Pech für ein Weingut. Wenn du mich fragst, es ist diese Kleine. Es ist Mathilda, meine ich. Das ist alles ihr Werk. Ein zuckersüßes Antlitz, aber ein Temperament wie Meerrettich. Also, hilfst du mir? Was hast du denn bitte gegen Meerrettich? Come on, da fängt's ja schon an. Aber ansonsten muss ich einfach sagen, nach der Passierschein A38-Quest kann deine Quest jetzt einfach nicht mithalten. Aber hey, okay, schauen wir uns die Sache mal an. Das klingt nach Arbeit für einen Hexer. Gut, ich helfe. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Vielen Dank. Mein Weingut liegt östlich von hier. Du findest es bestimmt. Nun entschuldige mich, ich muss mit diesem Amtsschimmel reden. Vielleicht kriege ich ihn ja doch rum. Weil du gerade von der Direct redest, Metatron. Oh, warten wir mal kurz die Katze noch ab. Hä? Ich verstehe nicht, was die Zeichensprache gerade bedeutet hat. Psst. Du bist doch ein Hexer, oder? Ich habe gehört, wie du mit diesem Riesentrampel Liam geredet hast. Ein abstoßender Kerl, die schlimmste Sorte. Erst betört er einen mit seinem hübschen Gesicht, dann offenbart er sein rabenschwarzes Herz. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich habe dich angesprochen, weil ich Belgard ebenfalls kaufen möchte. Aber auch in meinem Weingut Vermentino steht es nicht zum Besten. Seltsamer Zufall. Kein Zufall. Ich bin sicher, dass Lia mir Knüppel zwischen die Beine wirft. Viele davon. Mein Küfner und mein Schmied sind beide auf rätselhafte Weise verschwunden. Auf den Wegen sprießen fleischfressende Pflanzen. Und die am Fuße des Fasanenhügels erst? Ach, die Liste ist lang. Das Problem jedoch einfach. Wenn ich Vermentino nicht in Ordnung bringe, kann ich Belgard nicht kaufen. Hilfst du mir, bevor du Liam hilfst? Ich biete dir das Doppelte. Ich mach's für die Hälfte. Ich kann helfen. Oder es wenigstens versuchen. Wie schön. Du weißt ja nicht, wie viel mir daran liegt. Du findest mein Weingut westlich von hier. Na gut, zwei... Ich bleibe einige Zeit hier. Nicht, dass Liam noch auf dumme Gedanken kommt, wenn ich nicht aufpasse. Verstehe. Bis dann. Zwei Weingüter, zweimal mysteriöse Vorfälle. Schauen wir uns das mal an. Habt ihr die Nintendo Direct gesehen, die ihr heute zuseht? Habt ihr die live verfolgt oder nachgeholt oder sowas? Und wie fandet ihr die denn so? Weil ich persönlich... Naja, mein Gott, wisst ihr, ich habe nicht viel erwartet. Insofern würde ich nicht sagen, dass ich enttäuscht war, aber es war halt wirklich so gar nichts für mich dabei. Aber wirklich so gar nichts. Wenn man sich dann auf Twitter oder im Internet so die Erwartungen von Fans angeguckt hat, das war schon alles ein bisschen weit hergeholt und ziemlich überhöht teilweise die Erwartungen. Da hätte man schon zu vielen sagen können, so nee, das wird sicher nicht geben. Aber irgendwas hätte ich schon erwartet. Irgendwas. Irgendeine Ankündigung. Irgendwas zu Metroid Prime 3 oder dem neuen Zelda. Irgendwas. Nach über einem Jahr Nintendo Direct Abstinenz hätte ich halt mit irgendwas gerechnet.
aber nicht mal das gab's. Nicht mal irgendwas gab's. Wirklich gar nichts. Ja, ist schon schade, ne? Fand ich schon schade irgendwie. Insgesamt alles ziemlich erwartbar, schreibt Metatron. Genau. Ja, eben, das war das. Keine Überraschung dabei. Kein großer Reveal oder eben Material zu den großen erwarteten Sachen. Fand ich schon schade. Als der ein großer Reveal am Schluss kam, dann Splatoon 3 die Ankündigung. Ich bin mir sicher, Splatoon-Fans freuen sich, aber... Ja. Naja. Nix für mich. Schade. Irgendwas hätte ich erwartet, ne? Und auch zum 35. Jubiläum vom Zelda, von Zelda, hätte ich irgendwas erwartet, zumindest. Aber nix. Ich meine, gut, Skyward Sword wird geremaked oder kommt in einem HD-Remake. Das ist ja nett, meinetwegen. Aber die haben das 35. Jubiläum nicht mal erwähnt oder gesagt, hier zur Feier des Jahres. Gar nichts. Es ist komisch. Es ist komisch. Nintendo ist komisch. Aber das wissen wir. Ich glaube, wir Nintendo-Fans wissen das schon lange. Nintendo ist unvorhersehbar und seltsam. Die machen halt, was niemand erwartet. Irgendwie. Und wenn die Leute was erwarten, machen die halt nichts oder so. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Naja. Sag mal, bin ich nicht mit der Schnellreisefunktion irgendwie relativ nah an den Questmarker gereist? Ich habe verschiedene Questmarker. Wahrscheinlich bin ich nicht zum richtigen gereist, aber gut. Ja, ich meine, Nintendo stützt sich auf der Switch leider mittlerweile viel zu sehr auf Wii U-Ports, meiner Meinung nach. Und als einsamer, armer Trottel, der tatsächlich eine Wii U gekauft hat, im Gegensatz zu allen anderen Menschen, die vernünftig waren, bin ich halt jetzt der Leidtragende. Weil für mich gibt es jetzt keine neuen Spiele auf der Switch, sondern nur den alten, aufgewärmten Quatsch, den ich schon auf der Wii U gespielt habe. Okay, Konzentration. Mit den Blumen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Okay, ich werde schon langsam besser im Umgang mit den Blumen, aber nervig sind sie immer noch. Warum meditieren wir jetzt einen Tag? Verstehe ich nicht, aber gut. Tatarata. Naja, zu 35 Jahre Mario haben die auch erst in der Mario Direct alles angekündigt. Kann also alles noch kommen. Das habe ich mir auch schon gedacht, Metatron, das stimmt. Aber letztes Jahr war das halt sehr Corona-bedingt. Was man von den Leaks und wirklich zuverlässigen Leaks, also Leuten, die man durchaus glauben kann, Insidern, gehört hat, war dieses Mario-Jahr eigentlich auch schon für die erste Hälfte 2020 geplant. Und dann kam Corona dazwischen und alles hat sich verschoben. Kann ja sein, dass das ganze Zelda 35 Jahre Zeugs auch noch verschoben hat. Aber dass die jetzt einen Remaster von Skyward Sword unabhängig von einer 35 Jahre Zelda Feier Direct ankündigen, finde ich schon auch ungewöhnlich, muss ich sagen. Keine Ahnung. Mal schauen, was da noch kommt. Ich, blöde Kuh, habe Zelda Skyward Sword letztens noch im Wii Original gestreamt. Ja, ich habe mir das auch auf der Wii U gekauft noch. Ist schon ein bisschen länger her, aber trotzdem, da hatte ich schon die Switch. Dammit. Naja. Ich glaube auch, dass eigentlich nur Let's Player überhaupt die Wii U gekauft haben. Ich kenne zumindest nur Let's Player, die eine haben. Das weiß ich jetzt nicht. Aber damals hatte ich noch... Also damals hatte ich noch keinen YouTube-Kanal, als die Wii U aktuell war. Ich habe mir die wirklich privat gekauft. Und es war wirklich so...
Mario Kart 8 war schon sowas, wo ich immer auf meinem Stuhl hin und her rutschen musste, ganz nervös. Und mir immer gedacht habe, ah, vielleicht muss ich mir ja doch eine Wii U kaufen für das Spiel. Und dann wurde das neue Smash Brothers angekündigt. Und dann habe ich mir gedacht, ah, damn it, Nintendo, ihr habt's wieder geschafft. Ja, genau. Aber das waren wirklich auch so ziemlich die einzigen Wii U-Spiele, die mich dann wirklich interessiert haben, leider. Das war halt, und ich habe ein bisschen, genau wegen, aus den Gründen habe ich so ein bisschen Angst momentan. Also Angst ist übertrieben, aber so Fan-Angst, Nintendo-Fan-Angst, weil nachdem die Wii so super-duper-duper erfolgreich war, hat Nintendo mit der Wii U schon deutlich nachgelassen irgendwie. Die haben da irgendwie nicht mehr so Bock gehabt, große, aufwendige Projekte zu machen und haben eher so ein bisschen Klimbims noch so über die Wii U gestreuselt. Und haben sich gedacht, der Casual-Markt wird schon reichen. Und dann war die Wii U ein Superflop und zum Auftakt der Switch hat sich Nintendo wieder voll 180 Grad gekehrt und hat plötzlich gesagt, hier, guckt, neues Mario, neues Zelda, es wird alles so geil. Und ich war super glücklich und gehypt. Und jetzt ist die Switch super erfolgreich. Irgendetwas stimmt nicht. Und jetzt fängt Nintendo plötzlich schon wieder an mit alten Wii U-Spielen, die man wieder aufwärmt und nicht wirklich was Interessantes. Ich meine, Splatoon 3 und Mario Golf waren die einzigen Neuankündigungen für dieses Jahr. Come on, nix gegen Mario Golf, ich habe die immer gern gespielt, aber come on, wirklich. Naja, genau. Oh Gott, die sind zu hochlevelig für uns. Oh shit, oh shit, oh shit. Und sowas von tot. So schnell kann es gehen. Naja, genau. Und deswegen habe ich jetzt ein bisschen die Befürchtung, dass sich Nintendo wieder auf seinen Erfolgen ausruht und wieder ein bisschen nachlässt. Kann man nur hoffen, dass die Nachfolgerkonsole wieder voll in den Graben fährt. Dann werden die nämlich wieder richtig gut und machen wieder tolle Spiele. Na, aber jetzt mal abwarten, ne? Ich meine wirklich, Corona hat viele Firmen und die Wirtschaft insgesamt und auch so Videospielentwickler schwer getroffen teilweise. Ich würde jetzt nicht hier deswegen gleich Nintendo komplett abschreiben, auf keinen Fall. Aber, what happened here? Oh, ein Brief. Plünder mal deine Leichen. Ich hoffe, das ist in Ordnung, weinender Mann. Das ist ziemlich makaber hier. Meine geliebte Melanie. Ich schreibe dir diesen Brief und sauge dabei die letzten Strahlen der Sonne auf, die langsam hinter dem riesigen Gipfel des Gorgo untergehen. Dieser Brief wird nur kurz, aus zweierlei Gründen. Erstens ist es schon bald zu dunkel zum Schreiben und zweitens habe ich wichtige Pflichten zu erfüllen. Frau Mathilda hat mir befohlen, mich um die Sicherheit des neuen angelegten Weinbergs am Pavenhang oder so zu kümmern. Ich muss sehr wachsam sein, denn auf Vergentino gehen in letzter Zeit üble Dinge vor. Wenn es nicht die Banditen sind, dann sind es diese gelben Monsterparasiten. Ah, diese Pflanzen, ne? Da war ich schon, glaube ich. Das ist nicht gut ausgegangen. Ich werde hier einige Zeit verbringen und mich nach dir sehnen, meine Liebste. Wie eine Weinrebe nach der Berührung der lebensspendenden Sonne. Für immer dein Laurent. Na dann. Ich war damals nicht auf YouTube und Twitch aktiv und hatte die Wii U. Ah ja, The Cluedo auch. Nina ist auch eine Wii U-Besitzerin ohne irgendwie Öffentlichkeitsgeschichten. Die Präsentation um Skyward Sword wirkte nämlich schon ein bisschen seltsam. So aller, wir wissen, ihr mögt das eigentlich nicht, aber es hat schon einige Elemente gehabt, die ihr in Breath of the Wild mögt. Ja, das war ja auch, also wirklich, das war schon fast ein bisschen, ich weiß nicht genau, wie ich das deuten soll, dass da plötzlich hier Dingsy-Bumsy steht, Legend of Zelda Obermufti, seit Miyamoto sich zurückgezogen hat und sagt, hey, ihr wartet jetzt bestimmt Infos zu Breath of the Wild 2, aber die haben wir leider nicht, Ella Badge, stattdessen kriegt ihr hier dieses alte Wii U-Spiel nochmal.
Ah, come on. Dass er das auch noch so sagt. Naja. Hey, aber wieso ist denn die Quest bitte so niedrig quasi hier? Ach, Plötze. Ich brauche Plötze. Meine Knochen tun wieder weh. Plötze? Plötze. Ich hätte lieber gern ein schönes Ocarina of Time Remake. Das wäre cool. Da wäre ich gehypt. Wenn schon alten Kram nochmal aufkochen, dann bitte den wirklich alten Kram und nicht das, was ich eh schon, ne? Ist ja noch nicht so alt, eigentlich. Find ich zumindest. Kannst du dir erklären, wieso sie ausgerechnet Skyward Sword genommen haben, anstatt, keine Ahnung, Ocarina of Time oder so? Na, weil es halt das Aktuelle war. Eben, wie gesagt, die Wii U-Spiele. Weil die Wii U sich so schlecht verkauft hat und weil die Wii U halt eben so erfolglos war, aber dann doch einige Spiele kamen, die theoretisch Potenzial zum Erfolg haben, macht das Nintendo ja schon von Anfang an, dass die immer wieder die ganzen Wii U-Spiele eben auch auf der Switch nochmal rausbringen. Das haben die jetzt wirklich schon mit einem breit gefächerten Katalog von Wii U-Spielen gemacht. Ich glaube, alles mittlerweile fast. Oder? Ich glaube wirklich, so ziemlich fast alles, das auf der Switch erschienen, haben die jetzt auch auf die... auf der Wii U erschienen, haben die jetzt auch auf die Switch gebracht. Nur Skyward Sword und wenige andere Ausnahmen haben noch gefehlt. Die kommen bestimmt noch nach. Plötze? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Sind das Chocobos? Nee, das sind gelbe Rehe. Naja, auf Entfernung sah das komisch aus. Plötze, oh nein. Hey, wieso sind überall diese Blumen? Ich hasse diese Blumen. Geht weg, Blumen. Dann auch noch zwei von denen. Das ist super gemein. Ich esse mal lieber einen Knödel. Dann geht's schon. Kein Problem, dass ein paar Knödel mich lösen können. Geralt, wir sterben gleich. Isst mehr Knödel, schnell! Isst alle Knödel! Und trinkt noch einen Schwalbetrunk. Die sind nämlich echt mies hier. Das ist wirklich mies. Während ich gegen die eine kämpfe, beschießt mich die andere, ne? Es ist echt krass irgendwie. Oh, Gott sei Dank. Eine weniger. Okay, gut. Dann kriegen wir das schon hin jetzt. Wenn ich nur an diesem Holzplatz vorbei könnte, würden wir das hinkriegen. Ah, puh, das war hart. Cool. Ich meine, fairerweise haben die gesagt, die konzentrieren sich in dieser Direct auf Spiele, die in der ersten Jahreshälfte erscheinen werden und Spiele, die schon erschienen sind. Trotzdem ist Splatoon, glaube ich, für nächstes Jahr erst angekündigt, ne? Naja, keine Ahnung. Ich persönlich war auf jeden Fall enttäuscht, obwohl ich nichts erwartet habe. Schade, schade. Jetzt ist diese Pflanze genau unter diesem Ding hier gestorben und ich kann es nicht plündern. Das ist gemein. Aber für was brauche ich auch dieses Pflanzending? Naja, schreibt der Cludo, alle schreien nach einem Skyward Sword Remake ohne Bewegungssteuerung und die anderen gab es alle schon. Ja, ja, das stimmt. Fragt sich nur, ob die auch noch ein Switch-Port bekommen werden. Die anderen Zeldas, ja eben, ich glaube, mit sowas hätten viele Leute gerechnet. Und das wäre auch keine so unrealistische Prognose gewesen, dass irgendwie so ein 3D-Zelda, so eine 3D-Zelda-Sammlung kommt, ähnlich wie bei Mario. So, Ocarina of Time, Majora's Mask,
Skyward Sword, Twilight Princess alle in einem Paket hätte sein können. Wer weiß. Aber ich meine, gut, Mario Galaxy hat ja auch gefehlt, ne, in diesem Mario 3er Paket. Es ist komisch. Ich finde Nintendo in letzter Zeit sehr komisch. Noch weirder als sonst. Noch seltsamer, als die normalerweise sind. Ich bin gespannt, ob da irgendwann eine Strategie dahinter steckt, wo man sagt, aha, jetzt macht alles Sinn. Oder ob die zurzeit irgendwie auch nur, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich finde die zurzeit seltsam. Mit ihrer Strategie. Bin gespannt, wo das hinführt. Banditen! Plötze, ich habe hier was zu erledigen. Ganz recht. Mein mächtiges Schlachtross. Wow, ich kann auch im Schwertkampf kontern jetzt. Geil. Dieses Block-Tutorial hat einiges gebracht. Ich bin so viel effektiver jetzt geworden. Nicht schlecht. Ich schulde dir mein Leben, unbekannter Ritter. Wie heißt du? Ich heiße Geralt. Geralt von Riva. Meinen Dank, Herr Geralt. Diese Lumpen haben meinen Kräutergarten ramponiert. Ich wollte schon einen Hammer nehmen und das Gesindel verscheuchen, aber... zu meinem Verdruss waren es einfach zu viele. Keine Chance. Ach, hat ja keinen Sinn, hier rumzujammern. Komm mit nach Vermentino. Ich flick deine Rüstung oder ich werde mich für dich an den Amboss stellen. Gut, geh voran. Okay. Wie bin ich denn jetzt in die Quest gestolpert? Ich dachte, die gehört immer noch zu diesem hier meine Weinreben werden irgendwie von Monstern angeknabbert Quests. Plötzlich rette ich einen Schmied vor Banditen. That escalated quickly. Keine Ahnung. Aber, Leute, nach dieser Cutscene machen wir Schluss für heute. Kann ich dir irgendwie helfen? Ich weiß nicht. Zeig mir mal deine Waren, wenn wir schon hier sind. Was hast du so? Hier, willst du meine kaputten Hosen haben? Ich gebe dir meine total kaputten Hosen, bitteschön. Die sind besser als meine aktuellen Hosen. Was? Bitte? Warum sind die besser als meine... Habe ich so schlechte Hosen? Aber ich will trotzdem keine blauen Hosen. Ich will orange Hosen. Mensch, also wirklich. Verkaufst du orange Hosen? Du verkaufst hier wirklich orange Hosen. Interessant, interessant. Soll ich die Hosen kaufen? Ich könnte mir... Hey, warte mal, der hat ein ganzes Set, oder? Nee, der hat keine Torso-Bekleidung. Der hat aber ein paar interessante Stiefel. Interessante Hosen. Handschuhe. Nilfgaardische Handschuhe. Meine Güte, das kommt mir uralt vor. Ich glaube, ich kaufe nichts. Alles, was interessant ist, finden wir auch so im Spiel. Aber, hey... Kannst du mir etwas anfertigen? Kannst du meine Schwerter reparieren vor allem? Das wäre wirklich interessant. Oder bist du nur wieder ein Rüstungsschmied? Nee, er kann, glaube ich, alles reparieren. Verwendete Ausrüstung für 800 reparieren. Bam! Das ist wirklich gut, weil mein Monsterschwert ist beinahe schon in meiner Hand zerbröselt. Danke, bis dann. Cool, endlich haben wir wieder mal unser Schwert repariert. Das war höchste Zeit, weil das war schon sehr, sehr kaputt. Na schön, Leute, dann machen wir jetzt für heute Schluss. Speichern wir natürlich nochmal. Und der nächste Stream ist dann wieder nächsten Dienstag. Wahrscheinlich wieder 17 Uhr. Ich weiß schon, zurzeit geht es immer ziemlich früh los, aber ist momentan einfach organisatorisch viel sinnvoller für mich. Mal schauen, ob das so bleibt. Ob Dienstag überhaupt Streamstag bleibt. Ich überlege da immer wieder, ob man da was umstellen könnte, sollte, ob das Sinn machen würde. Aber vorerst Dienstag 17 oder 18 Uhr, jeden Dienstag Streamstag. Ich sage euch auf Discord Bescheid und an alle, die auf YouTube zusehen, noch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen guten Morgen, was auch immer. Macht's gut, bis bald. Ciao. Gute Nacht. Twitch-Zuschauer, macht's gut. Ciao.